wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Optionsstrategien in der Praxis. Das machen wir wie gewohnt mit Thorsten Eberhardt von Options for Winners. Und ich freue mich, dass er heute wieder mit uns die Veranstaltung macht. Und natürlich freue ich mich auch, dass Sie heute live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXWet und wir wollen auch gar nicht so viel Zeit verlieren mit dem Intro. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich kurz über den Risikohinweis sprechen, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie auch wie immer Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. So, dann, Thorsten, kriegst du jetzt den Bildschirm. Vielen Dank. Ich wünsche viel Erfolg, viel Spaß. Schau mal, dass du das Fragefenster offen hast. Ansonsten bin ich aber da und im Hintergrund. Okay, vielen Dank. So, herzlich willkommen mal wieder zu Optionsstrategien in der Praxis. Was wir heute machen wollen, und das war auch viel angefragt worden, ist in Optionsstrat anzuschauen, wie kriegt man jetzt eigentlich die Optionsstrategien auch umgesetzt, kann man die sich irgendwie verbildlichen, also auch, dass man sieht, wie diese Optionsstrategie bei der Veränderung des Basiswertes, des Underlyings, ja, also wie sich die Prämien verändern, ob man dann Profit ist oder nicht. Diese Frage stellen sich viele und dafür gibt es ein ganz tolles Tool, kostenlos zugänglich. Und das möchten wir heute mal hier vorstellen. Zunächst einmal, die Frage kam auch. Ja, ich habe einen Club. Ja, das ist ein Club, der ist wirklich für den Optionshandel. Und dieser Club, der beinhaltet neben Lernvideos natürlich auch Live-Treffen. Das heißt, wir treffen uns einmal die Woche, jeden Donnerstag, also heute Abend wieder um 19 Uhr. Wir haben auch Sondervorträge. Heute kommt zum Beispiel der Markus von TradeScanner zu uns und stellt sein tolles Tool vor. Wir haben aber auch Workshops mit verschiedenen Themen, Future-Optionen, S&P 500 Trading, die machen wir auch ab und zu und das halt alles hier in dem Club. Aber, und das ist halt auch wichtig, wir traden auch live. Ja, jetzt gibt es auch neuerdings einen Trade der Woche. Das war jetzt kürzlich ein Bull-Put-Spread auf PayPal. Und das dokumentieren wir alles. Hier ist jetzt auf der Homepage. Also da kann man halt auch sehen, wie gut oder wie schlecht wir sind. Wir haben jetzt ohne unsere 0DTE und andere kurz laufenden Trades ein Ziel von 12% pro Jahr, also per anno, also 1% pro Monat. Das soll es sein. Aber wichtig hierbei ist wenig Drawdown. Ja, das ist halt. Wir wollen jetzt nicht hier sozusagen hohes Risiko, hoher Profit, sondern wir versuchen das natürlich alles hier einzugrenzen. Weil wir auch schon bei FXFlat sind, ja, da gibt es jetzt auch die Möglichkeit, wer noch kein Depot, kein Konto bei FXFlat hat und jetzt eins eröffnen möchte und sagt, ja, der Optionshandel, den möchte ich auch mal ein bisschen mehr lernen, auch Gleichgesinnte treffen. Wir sind über 220 Clubmitglieder mittlerweile und da bekommt man 2 Monate zusätzlich jetzt den Club. Ja, also das jetzt vorab gesagt. Wir gucken uns den Markt jetzt mal kurz an. Ich habe jetzt hier das 4-Stunden-Chart vom DAX. Falls jemand gestern das Video gesehen hat, was ich bei YouTube veröffentlicht habe, ja, da ging es ja sozusagen Korrektur im Voraus. Da haben wir, ja, der Martin, mein Freund, der Optionstrader, hat mich angerufen, hat gesagt, so Thorsten, ich habe Spuren gelesen, ja, und da sieht man das doch. Eventuell eine Korrektur ansteht beim DAX. Das haben wir halt gestern im Video besprochen. Da sind Martin und ich durch die Optionen gegangen, haben uns die jeweiligen Open Interests angeguckt. Und last but not least konnte man da natürlich einen schönen kleinen Trade aufmachen. Den haben wir auch gestern erwähnt. Das ist der Bear Put Spread. Den gucken wir uns gleich auch nochmal an. Hier sehen wir aber jetzt den Indikator. Den O4W Best Indikator ist halt auch im Umfang des Clubs mit enthalten. Und beim 4-Stunden-Chart sieht man hier schon relativ früh, dass jetzt sozusagen vorgestern Morgen, ja, schon um 9 Uhr ist eigentlich mit einem Short Open, also mit einem bärischen Open losging. Aber generell sind wir ja als Optionshändler
Nicht, also jetzt hier im Stillhalterbereich, nicht nur auf kurzfristige Trades, sondern wir wollen uns den Markt ja auch als Ganzes angucken. Und deshalb auch immer Big Picture, das ist jetzt ein Tag, da kann man auch noch Woche und Monate machen, aber man sieht hier auch, dass jetzt hier erstmal das Long wieder geclosed ist. Und wie das jetzt in den amerikanischen Märkten sich mitunter entwickeln wird, who knows? Ja, aber auch da kann man natürlich Spuren lesen, indem man sich die Optionen anschaut für den beispielsweise ES. Aber nichtsdestotrotz sehen wir hier, dass wir hier schon ein paar Tage wirklich long sind. Ne? Das ist die 20er, die 50er und die 200-Tage-Linie. Sieht alles ganz gut aus. Und nichtsdestotrotz ist es natürlich jetzt auch fraglich, was jetzt kommt. Ne? Also wenn man die Medien immer wieder sich anschaut, da wird ja jetzt wieder stark negativ kommuniziert. Ne? Heute hat also auch die englische Bank, die englische Staatsbank hat jetzt heute auch den Zins angehoben. Das war auch angeblich eine Überraschung, aber wenn man vorher die Futures gesehen hat, dann sah man, dass da schon 60% eigentlich darauf gewettet hatten. Ja, also long story short, so unvorhersehbar war das alles nicht. Was wir uns aber auch immer angucken, und das hat ja auch was mit der Panik zu tun, das ist der Volatilitätsindex, ja, der VIX. Und dafür liebe ich auch diese Seite, das ist der VIX Central. Und da haben wir halt die verschiedenen Laufzeiten. Und was wir halt erkennen können, hier unten der VIX Index, wir sind relativ oder sehr niedrig, was die Volatilität angeht. Und wir haben hier auch eine Contango, das heißt, alle Kontrakte werden immer teurer. Das ist alles gesund. Ich habe es ja schon mal in einem Video gezeigt, wenn wir eine Backwardation haben. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise Panik kommt, dann springen die Kontrakte an und dann entwickelt sich meistens so eine Kurve. Ja, das ist die Backwardation und die ist dann eher für Panik. Ja, die ist auch in dem Indikator inkludiert, dass man das dann sozusagen auch direkt mitnimmt. Zurzeit nicht wirklich, ja, also das darf man jetzt hier auch nicht alles zu sehr überbewerten. Ja, natürlich, wenn wir uns das jetzt auch angucken, was jetzt hier beispielsweise an Open Interests in dem DAX war, da ist es schon interessant, dass da viele auf 15.300 Punkte sind. Ne, und nochmal, ne, wir sind jetzt hier knapp wieder unter den 16.000, ne, und wenn wir uns das anschauen, das hat ja schon einen ordentlichen Run hingelegt, also der DAX. Ne? Das kann ich auch hier nochmal zeigen. Gehen wir auf Prozent, Year to Date. Ja, und da sieht man, ne, das sind 13,25 Punkte. Ne? Gestern, als Martin und ich das Video gedreht haben, da waren es noch 14,6. Also seit gestern bis heute ist wieder was runter. Aber der DAX, der hat schon ordentlich losgelegt. So, nichtsdestotrotz wollen wir uns jetzt einfach mal überlegen, was man jetzt hier so machen kann. Ja, also was ich zum Beispiel auch empfehle, ne, also für alle, die jetzt nicht bei mir im Club sind, können auch gerne meine Morgenroutine bei Instagram hier sich anschauen. Ja, das besteht aus 9 Panikzeichen und bis dato oder zurzeit haben wir wirklich nur diese inverse Zinskurve, mehr nicht. Ne? Und was ich immer hole, ich hole immer hier automatisiert bullische, bärische Titel, also welche, die nach den Kriterien des OVW Best Indikators bullisch, bärisch sind, kann man auch in einem YouTube-Video sich gerne mal anschauen. Und dann trade ich. Und ich bin auch kein Freund, immer an der Seitenlinie zu stehen und zu warten, sondern immer irgendwas machen. Ja, man muss ja jetzt nicht all in gehen oder alles auf eine Strategie oder alles auf einen Wert, sondern man kann natürlich auch diversifizieren in Strategien. Ja, da kann ich auch nur empfehlen, das zu machen, dass man nicht nur eins macht. Ich habe es schon mal erklärt. Das kann ich hier noch mal kurz zeigen. Wir überlegen ja, wenn wir jetzt hier so einen Wert haben und der ist jetzt so. Und wenn wir bullisch gehen und sind jetzt Stillhalter, würden wir natürlich gerne jetzt hier eine Put-Option verkaufen. Ja, wir profitieren mit der Zeit, Zeitwertverfall und wir profitieren natürlich auch, wenn das Underlying steigt. Aber wenn das Underlying fällt, dann steigt meistens auch die Volatilität für uns als Verkäufer nicht gut. Ja, wir profitieren vom Vola-Rückgang, nicht vom Vola-Anstieg. Und dann bietet es sich doch manchmal auch an, einfach irgendwo vielleicht mal eine Call-Option zu verkaufen. Ja, die natürlich abgedeckt, Sky is the Limit, ne? Kurse können immer nach oben schießen. Dann wäre das hier beispielsweise schon
einfach dann ein kleiner Hedge. Ne? Das muss ja vom Abstand nicht immer gleich sein. Sprich, wenn ich jetzt hier eine verkaufte Put-Option mit einem Delta 16 habe, dann muss ja nicht zwingend die verkaufte Call-Option auch ein Delta 16 haben. Ne? Und das ist halt etwas, was sich an den ein oder anderen Stellen auch anbietet, dass man beispielsweise, wenn man das jetzt hier vervollständigt, wäre das ja jetzt der Iron Condor, dass man den Iron Condor auch aus der Brille eines Hedgers sehen kann, ja, dass man halt absichert, dass man dann halt sagt, von wegen, das hier ist mein Income und das hier ist dann sozusagen mein Hedge. Ja, muss man halt nur managen. Das ist immer die Sache. Ne? Von wegen, die meisten, die verwechseln ja Stillhalten wirklich mit Stillhalten, ja, also dass man nichts tun muss. Das ist natürlich Best-Case-Szenario, aber in Wirklichkeit ist es nur schwer, ne? Besonders wenn dann jetzt kurze, knackige Rückschläge kommen und jemand hat jetzt 15, 20 Titel, alle wirklich mega bullisch, dann ist das natürlich auch eine Frage des Mindsets, also wie man eingestellt ist, ob man damit zurechtkommt, und das Commitment muss man sich vorher geben. Ja, also ich sage es ja immer wieder, die meisten, die lernen Optionshandel, gucken sich da ein Video an, lesen da irgendwie ein Newsletter, aber das ist ein Puzzlespiel, aber das ganze Bild ist trotzdem noch nicht da. Und ich finde das halt mega wichtig, dass man an der einen oder anderen Stelle, wenn man schon sagt, man geht richtig in den Markt rein, dass man auch wirklich weiß, was zu tun ist, wenn was gegen einen läuft, und dass man vorher schon weiß, mit was für einem Risiko man im Worst-Case-Szenario rechnen muss. Und ich gehe immer vom schlimmsten Fall aus. Ja. Wenn ich jetzt theoretisch ein Konto von 150.000 habe und ich wüsste, ich würde im schlimmsten Fall mit all meinen Trades, die ich offen habe, 100.000 crashen, dann muss ich vorher auch sagen, ja, die 100.000 ist okay, ja, wenn die gecrashed sind. Das habe ich mit mir committed. Also das ist halt ganz, ganz wichtig. Nicht nachher sagen, ach so ein Mist, ich wusste ja gar nicht, dass das so viel ist. Und deshalb jetzt Bogen spannen hier zu Optionstrat. Deshalb ist das hier auch wirklich ganz gut, weil man hier die Strategien sich einfach mal anschauen kann. Und da kann man direkt sehen, wenn man jetzt eine Income-Strategie macht, was für einen Profit man macht. Man kann gucken, was für einen Verlust man macht. Und man kann ganz wichtig auch den zeitlichen Verlauf sich anschauen, weil die meisten, und das sage ich jetzt auch nicht vorwurfsvoll, die gucken sich immer Tag 1 an, wenn sie es eröffnen, und Tag X, wenn die Option verfällt. Aber wir sind doch mal ganz ehrlich, das ist doch jetzt nicht unser Ziel, bis zum Schluss zwingend in einer Option drin zu bleiben. Wir wollen ja, wir also immer, wenn man in einer Option drin ist, hat man auch immer ein Risiko. Ja, und wenn man dann sozusagen vorher sich schon anschaut von der Entwicklung, wann es vielleicht lukrativ ist, rauszugehen, dann ist das doch schon mal etwas, was man auch unter dem Risiko- und Money-Management dann ablegen kann. Und das ist halt ganz wichtig. Ne? Alles steht und fällt mit dem Risiko- und Money-Management. Eine falsche Positionsgröße. Positionsgröße, was ist das? Ich kriege jetzt beispielsweise eine Prämie von $100 für einen Trade. Ja, das ist wirklich mega. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe ein 10.000er Konto, ja, dann wären die $100 eine Positionsgröße von 1%. Und das ist das, was ich immer sage, bei kleinen Konten soll das Maximum sein. Sprich, würde jetzt dieser Trade $200 geben, passt er nicht zur Depotgröße, also zu diesem Konto, weil dann wären es 2%. Und warum sage ich das jetzt so knallhart? Es geht ja nicht immer alles auf. Und es kann auch sein, auch wenn man noch die besten Orders etc. aufhat, dass man vielleicht einen Verlust vervierfacht. Und wenn ich jetzt mit 1% einen Verlust vervierfache, dann habe ich 4% verloren. Wenn ich jetzt 2% hätte, wären es 8%. Ja, und das kann man sich ja jetzt mal ausmalen, wie wichtig das ist, weil das ist ja nicht der einzige Trade. Ja, es geht ja jetzt nicht nur um die $100. Wir haben ja mehrere offen. Nur wir müssen gucken, dass wir halt hier auch an der Positionsgröße immer auf diese Positionsgröße immer achten. Ganz, ganz wichtig. Ja, und das ist alles Risikomanagement. Die kann ich nur sagen, ist für mich immer das Wichtigste, was passieren kann. Ja. Und da gucken wir uns das jetzt mal an.
weil das Thema jetzt, Entschuldigung, wieder relativ akut ist, ne? Also das akut deshalb, weil ich kriege ja laufend E-Mails und da kommen natürlich die Fragen, das sieht ja jetzt wieder extrem schlecht aus, kann ich nicht einen Hedge aufmachen? Und dann sagt, ein Hedge kannst du immer aufmachen. Es ist nur die Frage, wie du einen Hedge aufmachst. Ja, also ein Hedge kann man immer aufmachen. Und wir gucken uns jetzt einfach mal an, was man jetzt machen kann. Es sind jetzt viele, die sagen, ey, die Situation ist mir ein bisschen zu wackelig und ich mache jetzt gar nichts. Eben gesagt, gar nichts machen, Vorteil, man macht sozusagen nichts falsch, aber man macht auch keinen Profit. Und wenn ich jetzt meine 1% pro Monat haben möchte, ja, dann kann ich mir das auch nicht erlauben, nichts zu machen. Und man kann natürlich auch Möglichkeiten sich hier mal anschauen, die ganz attraktiv sind. Ja, und wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, ich kann es ja mal gucken hier, PayPal, ne, PayPal ist jetzt hier, war jetzt hier auch ein Kandidat, der jetzt hier bullish bei mir ist. PayPal hat super gute Nachrichten gehabt, ja, also sieht alles ganz gut aus, auch charttechnisch, wie gesagt, ist bullish. Der Markt drumherum, noch sieht es nicht so rot aus, aber ich will doch schon so ein bisschen abgesichert sein. Und jetzt nehmen wir einfach mal jetzt die Aktien hinzu zum heutigen Preis, können wir ja mal gucken, inkludieren wir jetzt die und was machen wir auch? Wir wählen hier eine Laufzeit, die können wir jetzt hier stehen lassen, die 58 Tage und sagen, pass mal auf, 10% reichen mir aus, dann sind das 67 plus 10%, sind wir bei 75 und lege hier eine Call-Option hin. Die Call-Option, die bringt mir 174 Dollar. Das heißt, für diese 174 Dollar bin ich sozusagen dann 2 Monate im Markt drin, habe aber dadurch natürlich einen kleinen Hedge. Und zwar einen kleinen Hedge in Höhe von 172 Dollar. Und das sieht man hier an dem Break-Even, 65,61. Da bin ich ein bisschen mit gehedged. Ja, das ist etwas, was natürlich dann auch nicht verkehrt ist. Man kann es aber auch jetzt noch anders machen. Wir haben ja jetzt einen Covered Call, wir haben jetzt die 100 Aktien gekauft und wir sagen trotzdem, in der Situation, in der wir gerade sind, ein 65er Break-Even, nee, das will ich nicht, das ist mir zu viel, aber ich will trotzdem irgendwie rein und ich will trotzdem irgendwie Profit machen. Und dann kann man natürlich auch sagen, pass mal auf, hier habe ich 174 Dollar mit verdient oder 171, ne? Ja, 171 Dollar mit verdient. Die kann ich doch jetzt auch nehmen, nicht für mich als Income. Ich möchte hier sozusagen, also es reicht mir, an der Entwicklung von PayPal profitieren. Ich mache jetzt Folgendes. Ich kaufe mir für diese vereinnahmte Prämie mal eine Put-Option. Put-Option kaufen ist eine Absicherung. Ja, weil, wir dürfen eins nicht vergessen, wenn wir eine Put-Option kaufen, dann haben wir das Recht, die Aktie zu dem Preis zu verkaufen, wo der Strike-Preis der Put-Option ist. Und da holen wir uns jetzt mal eine mit ins Boot. Wir gehen hier auf Add, wir kaufen eine Put, wir gucken mal an, hier kostet die 3,93. Hier, 134 Dollar, ist gut, das ist ein bisschen zu viel, ja genau, 134 Dollar, das heißt, ich habe jetzt hier noch einen Profit. Ja, wir haben mehr Prämie vereinnahmt, als das wir hier ausgegeben haben für unsere Put-Option. Und schon habe ich, hier kann man es schön sehen, meinen Verlust auf 700 Dollar begrenzt. Ja, das heißt von wegen, egal was passiert, ich habe nur 700 Dollar Verlust. Und wenn es gut läuft, mache ich 800 Dollar Profit. Und das ist die Collar-Strategie. Ja, das ist etwas, was ganz attraktiv ist. Das kann man natürlich dann machen. Dann hat man die Absicherung auf der einen Seite, auf der anderen Seite profitiert man von der Kursentwicklung und als kleines Add-on hat man noch eine kleine, ja, es ist eine wirklich kleine Prämie, die man da vereinnahmt. Ja, und das ist eine Sache, die natürlich für den einen oder anderen interessant ist, der jetzt hier reingehen will. Ja, das ist jetzt mal für PayPal. Jetzt wechseln wir mal von PayPal zu etwas,
was wir den Markt auch oft nennen, das ist der S&P 500. Wenn ich vom Markt rede, rede ich immer vom S&P 500, na, die 500 Unternehmen da in den USA. Da gucken wir uns mal den SPY an. Jetzt sind wir hier im SPY, aber wir machen was anderes. Wir nehmen jetzt als erstes den SPY mal kurz hier raus. Die verkaufte Call auch. So, und jetzt wissen wir ja eins. Wir profitieren als Verkäufer, wenn die Vola fällt. Ergo, wir profitieren als Käufer, wenn die Vola steigt. Die Vola ist zurzeit recht niedrig. Das heißt, die Prämien sind recht günstig. Und deshalb könnte man natürlich auch mal überlegen, eine länger laufende Put-Option hier zu kaufen. Ja, und dann gucken wir uns das mal an. Nehmen wir sie mal bei 430. Ist jetzt hier bei einem Delta von 38, ja, also ist jetzt schon relativ nah dran, kostet 1354. Ja, was bringt das jetzt? Gucken wir uns in die Tabelle an. Ja, hier unten sehen wir, wenn der Kurs des S&P 500 oder des SPY nach unten geht, was wir hier für Profit machen. Ja, das können wir hier sehen. Und hier oben, was für Verlust. Unser Verlust ist ja begrenzt mit der Prämie, die wir bezahlen. Das sind ja jetzt die 1350 Dollar. Unser Profit ist natürlich ein bisschen höher. Er ist ja die 430, das ist ja der Kurs, zu dem wir den SPY verkaufen können, mal 100, das sind 43.000, abzüglich der Prämie, die wir zahlen. Ja, und dann kommen wir auf die 41.651 Dollar. So, und wenn wir uns jetzt mal die sagen, wir kaufen direkt die Put-Option und holen uns direkt auch diesen SPY mit an Bord. Ja, und dann sieht man hier, dass man natürlich schön abgesaved ist. Ne, das ist wirklich schön. Es stört natürlich dem ein oder anderen, ja Mist, das kostet ja 1340 Dollar. Ne, das ist ja schon eine ganze Stange Geld. Ja, ist wie bei einer Autoversicherung, ich möchte es immer wieder sagen. Ja, die Autoversicherung ist nicht dafür da, dass man sich freut, wenn ein Unfall passiert. Ja, man freut sich dann, dass man eine Versicherung hat, wenn ein Autounfall da ist, ja, dass dann halt alles abgesichert ist. Das ist hier auch der Fall. Nur, hier sind wir jetzt bei dieser Autoversicherung und wir können jetzt mal einfach diese Versicherung subventionieren. Ja, und das machen wir, indem wir unter, ja, wir nochmal hier, wir haben jetzt hier den Kurs, hier ist die gekaufte Put-Option unserer Absicherung. Und jetzt können wir natürlich sagen, pass mal auf, ist teuer und ich bin auch normalerweise Verkäufer und da kriege ich eine Prämie. Richtig, wenn du Verkäufer bist, eine Prämie, kannst du das hier auch machen. Dann kannst du hier beispielsweise weiter drunten, weiter unten eine Put-Option verkaufen. Und mit dieser verkauften Put-Option, mit der vereinnahmten Prämie, kannst du natürlich dann versuchen, nach und nach die gekaufte zu finanzieren. Warum nach und nach? Weil ich hier lieber kürzer laufende verkaufte nehme, weil da der relative Zeitwertverfall größer ist. Und das zeige ich jetzt mal. Zunächst einmal hole ich so oder so die verkaufte Put-Option hier rein. Ja, Sell Put. Die legen wir da drunter. Jetzt kriegen wir hier natürlich, ich mache mal hier, ich hole die Shares wieder raus. Ja. So, jetzt habe ich hier die gleiche Laufzeit, beides 15. Dezember. Also wenn ich das jetzt hier machen würde, dann wäre das dieser Bear Put Spread. Ja, dieser Bear Put Spread, der wurde gestern auch bei uns im Video benannt, ja, auf dem DAX, weil wir davon profitieren. Das können wir ja hier sehen. Wenn der runtergeht, dann kriegen wir hier Geld. Aber nur hier zwischen. Das heißt, wenn wir uns den Graphen angucken, wir sind hier natürlich mit unserem maximalen Profit begrenzt. Ja, das sind nämlich die Differenz, 430 und 415 sind 15 Punkte, mal 100 sind 1500, abzüglich der 354 Ausgabe, ja, wir geben ja mehr aus, als wir einnehmen, dann haben wir nämlich nur noch den Profit von 1146. Wenn ich das jetzt weiter nach links ziehe, dann sieht man, steigt der Profit. Ja, weil natürlich hier auch
die Ausgabe sich verändert. Nämlich, wenn man das hier macht, kann man ja sehen, wir haben hier 985 und hier haben wir nur noch 747. Wir sind ja weiter weg. Ja, das ist natürlich etwas, das muss man natürlich wissen, wie man es macht. Ja, und dafür ist das Tool so mega, mega gut. Ja, und auch die, wie gesagt, die kostenlose Version. Die Bezahlversion kann man sich später holen, wenn man sich ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt. Was jetzt aber auch noch wichtig ist, und das ist das, was ich auch erklären wollte, das hier unten, das ist die Zeitreihe. Ja, das ist die Zeitreihe. Weil ich würde beispielsweise die gekaufte Put-Option, ja, ich sag's mal so, 90 Tage vor Verfall wahrscheinlich rollen, ja, weil es dann ein bisschen unattraktiv für den Käufer wird. Ja, und das kann man sich hier natürlich alles schön angucken. Und was man noch machen kann, und das ist wichtig, das habe ich ja gerade gesagt, hier sind wir ja in Summe Käufer, weil wir mehr bezahlen, als dass wir sozusagen vereinnahmen. Und dann sind wir hier mega positiv. Das heißt, wir profitieren, wenn die Vola steigt. Und das können wir hier auch sehen. Ja, dann sieht man das hier richtig von wegen, wie das geht. Das kann man hier, ne, wenn das, ne, dann sieht man das von wegen, wie die Vola. Und wenn wir das jetzt nochmal anders machen, indem wir beispielsweise die Zeiteinheiten ändern, ja, dass wir jetzt hier sagen, wir machen das alle 2 Monate, verkaufen wir eine Put-Option. Ja, wir kriegen dann, ich gehe mal hier wieder zurück, hierfür wären das jetzt 319 Dollar. Ich würde es weiter nach unten setzen. Ja, ich würde es weitermachen, ja, dass man so um die 100 Dollar vielleicht alle 2 Monate bekommt oder 150 ist auch gut, dass man jetzt nicht sich so unter Druck setzt, hier wirklich alles zu subventionieren. Es soll ein einfacher und es soll auch ein wirksamer Trade sein. Den hier lasse ich laufen, die gekaufte Option, und die verkaufte, die lasse ich immer sozusagen verfallen. Ja, also dass ich sozusagen immer nach dem Zeitraum diese Prämie bekomme. Ja, und dann würde ich auch nicht vielleicht Delta 10, können wir ja mal gucken, was wir hier noch bekommen. Das sind noch immer 126, ne, also wie gesagt 100 Dollar, das ist nicht verkehrt. Hier sind wir bei einem ganz niedrigen Delta, das ist schon mal gut. Und hier sind wir ja relativ nah dran. Ja, und das machen wir dann halt immer wieder. Jetzt haben wir hier 100 verdient. Ausgabe ist jetzt hier 1334. 177 Tage, können wir mal kurz gucken, durch 58. Das sind dann würden wir jetzt 300 Dollar da subventionieren. Und das Wesentliche ist ja, dass wir in unseren anderen Trades natürlich in Summe positiv sind. Ja, das ist halt ganz wichtig, dass man nicht versucht, Fokus auf den Hedge. Hedge ist wichtig, mitunter auch für den Eintritt in den Markt. Ja, weil viele gehen nicht in den Markt, wenn es ein bisschen stürmischer wird, ist ja auch okay und nachvollziehbar. Aber man kann es natürlich auch anders machen, dass man sich so ein bisschen mehr Entspannung holt. Und das ist ja jetzt nur eine, also sind wenige von vielen Möglichkeiten, die ich hier gerade aufgezeigt habe. Es gibt noch ganz, ganz anders, und das kann man hier auch wirklich schön machen. Ich gehe jetzt mal hier auf einen Put-Ratio-Spread. Ja, und das gucken wir uns hier jetzt auch mal an. Wir sind jetzt hier immer noch im SPY. Ja, und dann kann man sich den natürlich so basteln, dass man auch hier einen Hedge hat. Ja, also ich gehe jetzt mal hier rein. Dass man hier, weiß ich nicht, bei 410. So, das würde jetzt, dass man hier sagt, pass mal auf, wenn es nach oben geht, mache ich trotzdem noch Profit. Und wenn es jetzt hier in diesem Bereich ist, dann mache ich sogar richtig viel Geld. Und dann kann man sich das natürlich aussuchen. Das muss ja nicht hier an diesem Punkt sein. Man kann die Punkte ja auch so setzen. Ja? Dass man hier, dann ist man bis 372 sozusagen hier mit diesem Bereich abgehatcht. Und ganz wichtig ist auch immer wieder hier, wie sich das ergibt. Ja? Und das sind halt alles so Möglichkeiten, die man hat. Na, jetzt würden wir hier für 21 Dollar bezahlen, ja, haben aber dafür doch einen recht ordentlichen Effekt. Ja? Das ist der Put-Ratio-Spread. Ja, und da gibt es hier, und das ist halt das Schöne, man kann sich das ja hier auch immer in den Bildern hier anzeigen lassen. Ja,
Das ist natürlich wirklich schön. Ja, auch ein Trade. Ja, ist auch etwas, ne, kann man natürlich auch so setzen, dass der hier nach unten geht. Ne. Das sind natürlich dann auch Möglichkeiten. Und wenn man das hier sieht, ne, kann man richtig schön die Entwicklung sehen. So, das war jetzt relativ viel. Was ich hier aber im Wesentlichen aufzeigen wollte, ist, dass eine Strategie sehr veränderbar ist. Ja, also eine Strategie hier selbst. Ich kann hier mit diesem Long Put Butterfly, sorry, kann ich eine solche Konstellation wählen, dass ich dann sage, von wegen, ich will genau in dem Bereich abgesichert sein, weil genau in diesem abgesicherten Bereich sind meine Risikopotenziale. Kann man hier machen. Dann habe ich aufgezeigt, dass man natürlich auch mit einer Long Put viel absichern kann. Man kann sie aber auch sozusagen finanzieren. Man kann aber auch natürlich in Einzelwerte gehen und dann sagen, pass mal auf, ich mache es mit einem einfachen Covered Call und diese kleine Prämie, die ich bekomme, die nutze ich dann halt auch mit Hedge. Nicht viel wirksam. Und last but not least kam noch die Collar-Strategie, wo ich gesagt habe, ich nehme nicht die Prämie, um für mich einen Cashflow zu generieren, sondern ich nehme die Prämie, um mir noch eine Absicherung ins Boot zu holen. Das war es. Es war auch auf halbe Stunde heute angesetzt. Sind da noch Fragen? Einige. Einige. Eine Sekunde. Ah, so, ich habe die ganze Zeit bei Chat geguckt. Okidoki. Fangen wir an. Antonio, das ist der Kollege aus Kassel. Was kostet eine Optionsausbildung bei Thorsten mit einem 1:1 Coaching mit Thorsten? Das gibt es leider nicht. Ja, das gibt es leider nicht. Aber der Club, der ist so gut. Ja, also da sage ich ganz ehrlich, da bin ich ja auch immer dabei. Ne? Also es ist auch individuell. Wir haben einen sehr kommunikativen Austausch. Ja. Frage auch, wenn die hier nicht unbedingt reinpasst. Ja, das habe ich dir schon mal gesagt. Du bist immer der Gleiche von wegen. Also wenn Fragen nicht reinpassen, dann werden sie auch nicht beantwortet. Aber ich gucke es mir trotzdem aus. Der VIX und VDAX New sind weiter schwach und das bei fallenden Märkten. Wie passt das zusammen? Nee, das tut jetzt nicht zur Sache. Nächster Punkt. Was für ein Trading-Journal verwendet Thorsten? Thorsten hat ein eigenes Excel. Nee, selber beigebracht definitiv nicht. Also ich habe auch diverse Ausbildungen gemacht. Eine davon war auch übrigens mit meinem Kollegen Martin, mit dem ich da gestern zusammensaß. Genau, das ist eine gute Frage, die passt auch hier hin. Risiko und Money Management. Genau, das ist halt sehr wichtig. Risiko-Money-Management beinhaltet ja jetzt nicht nur die Positionsgröße, wie eben erklärt, sondern natürlich auch, dass man beispielsweise auch ein Regelwerk hat, wo drin steht, wann man rausgeht, beispielsweise bei 50% Profit und wann man im Verlust rausgeht, beispielsweise 200%. Und ganz, ganz wichtig, bei manchen Trades sind Orders existenziell, ja, das heißt die richtige Order, auch für die Exit, ja, also Exit Orders sind mega, mega wichtig. Das muss man sonst, also besonders bei diesem 0 DTE, ja, oder Zero DTE, die Leute regen sich immer auf, von wegen, dass ich Deutsch und Englisch da vermische, bei Zero DTE ist das absolut wichtig. Ne? Und da haben wir ja auch jetzt im Club so ein automatisiertes Tool, was die Orders auch in den Markt legt. Ja, also kommt auf die Größe an, 3 bis 4%, ob die machbar sind. Ja, also ich kenne viele, die es machen, aber ich kenne auch viele, die es nicht schaffen. Ja. Also das ist immer so eine Sache. Also wie gesagt, wir im Club gehen bei 1% im Monat rein. Oh, danke, Antonio. Wie ist? Ja, DAX, ne? Haben wir das hier? Kannst du das auch suchen, gibst einfach mal den DAX ein und dann kannst du hier bei Indizes, hast du dann
die Möglichkeiten zum Raussuchen. Ja, Nicola, warum will Thorsten die gekaufte Position 90? Genau, das habe ich eben gesagt, die 90 Tage als Käufer bei den Langlaufenden, weil ab den 90 Tagen wird für mich das von der Seite der Griechen beispielsweise auch ein Zeitwertverfall, je nachdem natürlich, wo die Option da liegt, weniger attraktiv. Dann mache ich die zu und mache wieder eine neue, ja, weil da ist immer der Zeitwertverfall, der relativ wird natürlich höher zum Ende. Ja, welche ist nun die günstigste Absicherung? Ja, da kann man leider, so blöd es klingt, kann man es nicht sagen. Es gibt ja noch günstigere, nämlich welche, die sich selbst finanzieren. Ja, also das kann man natürlich auch machen. Da gibt es ja eine Strategie, da verkauft man erstmal Optionen, ja, und wartet ein paar Tage und kauft dann mit den verkauften Optionen die gekauften Optionen. Ja, das ist wirklich aber schwer und teilweise sehr risikoreich, weil wenn man mit nackten Optionen in den Markt geht und genau an dem Punkt knallt, ich erinnere mich am 5. Februar 2018, da ist das natürlich schon echt, muss man aufpassen. Da würde ich vielleicht so ein Überbrückungshedge machen. Also Hedge ist ein sehr, sehr kompliziertes Thema oder kann sehr kompliziert sein. Deshalb bin ich auch immer der Freund, wenn wir das hier im Club machen und wir haben jetzt ein Signal, was auf bärisch deutet, dass wir dann einfach mit einer gekauften Option reingehen, um nicht direkt alle Bullischen zu schließen oder die Angst zu haben, dass man da jetzt ganz viel Geld verliert. Ja, das kannst du dir im YouTube angucken, wie mein Zero DTE funktioniert. Das hat jetzt hier auch nichts mit dem Thema zu tun. Okidoki, das waren die Fragen. Ja, sehr gut. Noch eine Live letzte Frage. Lifetime-Mitgliedschaft ist dann auch eine Frage. Ja, ist ja die Frage. Also ich mag sowas eigentlich nicht Lifetime, weil das hängt natürlich dann von meinem Live ab. Ne? Nee, aber Lifetime-Mitgliedschaften ist halt meine persönliche Meinung. Hat jetzt aber auch nichts zu sagen, dass ich dagegen bin. Nur ich bin einfach nicht dafür und deshalb mache ich es nicht. Gut. Prima, dann haben wir alles geschafft. Perfekt. Und ja, sehen oder beziehungsweise hören wir dich ja nächste Woche wieder, hier gleiche Zeit, Donnerstag 15:30 Uhr. Vielen Dank an alle, die heute mit dabei waren und natürlich auch hier Fragen gestellt haben. Vielen Dank, Thorsten, für das Webinar. War wieder sehr interessant. Ich wünsche jetzt natürlich noch einen erfolgreichen Tag, noch eine erfolgreiche Restwoche. Passen Sie auch viele Positionen auf und Thorsten hat das Schlusswort. Danke. Ja, vielen Dank, lieber Nelson. War mir mal wieder eine Freude. Also, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt das jetzt hier mitgenommen, mit dem, was es für Möglichkeiten gibt auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Ich empfehle euch echt, schaut euch mal Optionsrate ein bisschen an. Schiebt die Option ein bisschen hin und her, nimmt andere Laufzeiten, da werdet ihr schon sehen, was da für eine Vielfalt drin ist und das hilft. Ja, also das auf jeden Fall. Ansonsten auch euch eine wunderschöne Woche und einen erfolgreichen Tag weiterhin. Dankeschön. Tschüss. Ciao.